Tag auch und willkommen zum Kampf gegen Flickwerk. Er tritt das Spiel ohne Deck an, dafür hat er bereits eine 4-8-Waffe mit Windzaun angelegt, die bei Zerstörung wieder auf seine Hand zurückkehrt. Mit seiner Heldenfähigkeit Hasserfüllter Stoß kann er für 4 Mana einen Diener vernichten. Wir versuchen ihn möglichst oft einzufrieren und zwingen ihn zum Kartenziehen. Flickwerk ist aus Abenteurern zusammengenäht, die nicht einmal leeren Sucher Cho besiegen konnten. Mediv gegen Flickwerk! Mögen die Spiele beginnen. Spielbild ist richtig gut. Können wir in Runde 1 aber leider noch nicht einfrieren. In Runde 2 können wir auch noch nicht einfrieren, weil uns dann das Mana für die Heldenfähigkeit fehlt. Und die anderen sind vorerst auch zu teuer. Deswegen schmeißen wir die drei hier weg. Sehr gut, da haben wir auch gleich was zum Einfrieren gefunden. Und praktischerweise fängt er immer an, deswegen müssen wir zu Beginn grundsätzlich 8 Schaden fressen. Dann stoppen wir das mal. Packen wir Duplizieren raus, damit wir dann unsere Spiegelbilder duplizieren können. Das sieht gut aus. Spiegelbilder raus. Und ihn einmal eingefroren. Da kriegen wir jetzt ein bisschen Nachschub. Tja, wie macht man denn das am sinnvollsten? Wir knacken die beiden Spiegelbilder raus. Und den hier zum Frieren. Dann dürfen wir ihn sogar nochmal pingen. Der erste Schadenspunkt. Juhu. Sehr gut, wir dürfen frieren. Und dann hoffen wir mal, dass er Jeeves stehen lässt. Frieren hätten wir sowieso gedurft, fällt mir gerade mal auf. Wir haben ja noch die Mächte draußen. Nein, Jeeves mag er nicht. Nehmen wir mal ein bisschen Frostnachschub und ping ihn nochmal. Das Elementar wird entfernt, war der mächtigste Diener auf dem Board, sonst hätte er wahrscheinlich den anderen, den, genau, Schneefresser heißt das Ding. Ich kam gerade nicht auf den Namen entfernt. Was machen wir? Wir ziehen erstmal Karten. Eisblock brauchen wir noch nicht. Und dann sorgen wir für Frostnachschub. Ich habe nicht genug Mana. Einer davon ist weg. Knacken wir den und Jeeves raus, wird er wahrscheinlich die Schwerter hier vernichten. Wieso gucke ich eigentlich nie auf das Mana? Bin offenbar nicht multitaskingfähig. Sabbeln und Hearthstone spielen gleichzeitig. Führt zu gelegentlichem Missplay leider. Sehr gut, da gibt es Schadenspunkte für ihn. Und dann können wir dicht machen. Das war's schon. Mein Abgesandter des Krieges. Ich hätte ihn wohl doch aus besseren Abenteuern zusammennähen sollen. Das fällt dir ein bisschen spät ein. Zum nächsten Boss geht's jedenfalls in der nächsten Folge. Bis neulich.